Leute, wir zocken heute Rival Right. Mit dabei ist die Claudia. Hallo. Und die Cassandra. Ihr seht echt putzig aus. Sehe ich genauso putzig aus? Du siehst sehr putzig aus. Ja. Ja, wir haben ja gerade schon, festgestellt, hier gibt es immer so kleine Minispiele noch. Ne? Also es gibt eigentlich 4 große Spiele, aber dann haben wir auf der ganzen Welt hier so verteilt kleine Minispiele, wie das Würfel da. Fußball haben wir gerade schon entdeckt, ne? Ja. Da hinten ist sogar noch eine kleine Bühne. Wer will singen von euch? Du singst. Immer der Nee, nee. Ja, also zu den kleinen Games kommen wir gleich. Es gibt aktuell 4 Matches, die man bestreiten kann, wo man auch Punkte für bekommt. Man kann die Punkte dann auch benutzen, um sich diese Kostüme da zu kaufen. Und bis zu 4 Spielern kann man spielen. Das Game funktioniert Crossplay auf Steam, auf Quest und mit der Pico. Und ja, man bekommt einfach einen Code und dann können sich die Leute miteinander verabreden. Ja, hier haben wir die Musikzone, ne? Komm, ich komme mit dem Hammer, Basti. Das müssen wir jetzt mal probieren. Das müssen wir jetzt mal probieren. So, Trommelwirbel. Es hört sich so schön an. Stecht mir meine Ohren aus. So. Ah, das. Na, ich komme nicht dran. Kann man das hier? Kann man das hier verstellen? Ich sitze, ja klar, sitze ich. Ich sitze auch, ja. Ja, daran liegt es. Ja, dann musst du singen. Guck mal. Hallo. Hallo. Guck mal, das kannst du. Nee, doch nicht. Hallo. Guck mal, lass uns doch mal 90 Luftballons da hinten schauen. Heidi, 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 ho. Oh Gott. Heidi, ich, Heidi, Heidi, ho. Ich versuche schnell wegzukommen. Heidi, 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 ho. Das sind wir gut. Foodland. Ah, hier sind wir richtig. Hier müssen wir essen. Wo bist du? Nee, ich komme hier nicht hin. Wart auf uns. Ja, wart also... Das ist so im Großen und Ganzen die Welt. Die Malzone hast du noch nicht gezeigt. Die Malzone. Ja, wer will malen? Ja. Also hier ist Fußball. Dann komm, spielt er erstmal Fußball, dann können die anderen das auch noch sehen, wie ihr. Ich kick den Ball wieder rein. Okay, so. So, Claudia gegen Cassandra. Hut raus. Hut ab, Hut ab. Ich bin hier der Kameramann quasi. Und ich bin der Kameramann. Und jetzt spielt der Kameramann aber mit. Wir spielen vorzüglich. Komm. Schieß. Nein, nicht nach links. Ah. Yes. Ja, eigentlich ganz cool gemacht. Ich würde sagen, wir gehen aber in die Matches jetzt rein. Ja. Die können wir hier über unser Menü starten. Wir haben 4 Matches: Earthland, Haunted Land, Cosmic Land und Foodland Court. Es gibt ein Tutorial, die haben wir alle mal mehr, mal weniger gemacht. Man sollte definitiv aber aufpassen beim Tutorial, ne? Definitiv. Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Das ist Handball. Ach so, ist Handball, okay. Nein! Nein, das passt nicht. Okay, ich starte jetzt mit Earthland. Okay. Gut. Und ihr müsst... Ja, in Earthland müssen wir hier mit den Wagen fahren. Wir müssen Münzen und Diamanten abschießen und müssen auch noch auf Weichen schießen, damit wir nicht in so ein totes Ende reinfahren. Richtig? Richtig. Und wir können die auch noch aufhalten. Nachladen muss man links, rechts und dann lädt man schon nach. Ist gar nicht so einfach. Nein, ist das gar nicht. Weil du siehst nicht genau, wo du... Nee, da will ich jetzt nicht rüber, weil... wer hat da drauf geschossen? Ich war Weiche. Das. Nee, ich glaube hier. Die Cassandra war das. Ebenso. Ich muss hier irgendwie wieder raus, weil es blöd hinter
hinter ihr zu fahren. Also ich persönlich finde dieses von den 4 Spielen, die angeboten werden, das Beste. Macht mir persönlich am meisten Spaß. Und ist am wenigsten buggy, weißt du? Ja. Bisher, also die Auswahl ist natürlich auch jetzt klein, aber der Entwickler hat halt wirklich versichert, da kommt noch was, da kommen noch mehrere Spiele dazu. Ja, na, das glaube ich ihnen gerne. Sie sind motiviert, das merkt man. Also ist halt ein Party-Game, ne? Ja, und sie haben lustige Ideen, ja. Das muss man ja lassen. Das sind Sachen, die noch nie da waren. Und das finde ich besonders unterstützenswert, wenn da mal was Neues kommt, weißt du? Ja, absolut. Es ist wirklich, also wir haben... Also gibt es viel zu wenig. Gibt viel zu weniger, ja. Ja, nur so dummes Feuer. Gut, das ist natürlich Geschmackssache. Also für mich ist Shooter, ich meine, das Erste, das, also hauptsächlich Shooter. Ja. Das haben... Ja, und das ist halt aber, natürlich... Aber wir schießen jetzt auch, ne? Ja. Ja, aber es ist anders. Ich mag aber auch Shooter. Zum Beispiel After the Fall mag ich, aber so... Das, ja, mit Shootern wird man echt totgeworfen, ja. Ne? Das stimmt mir wohl. Mir geht's um die Spielideen, um die Kreativität. Population One finde ich noch okay. Weil wir haben wirklich in VR so viele Möglichkeiten. Ja. Und ich denke nicht, dass Shooter das einzige Genre ist, das sich eignet. Hier steht uns erstmal an, wir fahren und machen Action dabei. Und das ist wunderbar, wir können uns umdrehen, ja, wir sehen, wir können von allen Seiten, das geht ja nur in VR. So, jetzt bin ich wieder auf einer eigenen Bahn hier. Warum feiere ich das mal? Ich habe nur dass noch da mal eine was Waffe. Ah, da ist sie wieder. Ich hatte aber lange gedauert, bis sie nachkam. Nein, ich bin ins tote Ende rein. Okay, ich bin down. Jetzt kann ich euch von oben als Geist... Ich habe eine Bremse. Oh, ich bin angestoßen an Cassandra. Entschuldige, war keine Absicht. Ah, von oben ist das auch nicht schlecht zu sehen, aber ich müsste ein bisschen weiter nach hinten eigentlich. Oh Gott. Ja, ich habe verloren. Und Cassandra hat gewonnen. Ja. Glückwunsch, Cassandra. Ich weine, guck mal. Ah ne, ich weine gar nicht, das ist Claudia. Oh. Aber ich bin als Erster kaputt gegangen, aber ich habe wahrscheinlich ein paar mehr Münzen gesammelt? Abgeschossen. Kann das sein? Wahrscheinlich, ja. Okay, dann können kann wir ins nächste Match gehen. Na komm. Ich krieg das Match nicht auf. Mein Tablet will nicht. So, jetzt aber. So, jetzt kommt Foodland Court. Ja, hier arbeiten wir am Imbissstand und müssen die Wünsche der Kunden erfüllen. Oh nein. Wir können uns auch gegenseitig das Leben schwer machen. Das werden wir gleich sehen. Slush-Eis weiß ich nicht, wie es geht. Andere Sachen gingen eigentlich. So, Churros. Oh Gott. So, Churros. Und jetzt habe ich genau die Situation. Ich habe einen Gast und keine Order. Ich soll hier... So? Also ich kann nichts tun. Was ist nochmal? Ich kann nichts tun. Ich habe da das Gleiche wie letztens. Was heißt nochmal? Was denn? Tisch? Was heißt das nochmal? Gericht. Ah, jetzt. Sebastian, ja, ich habe dieselbe Situation. Ich habe einen Gast und das Board mit den Orders ist leer. Okay. Das hatte ich schon vorher, als ich alleine gespielt habe. Das ist natürlich das blöd. Das heißt, da kann ich nicht viel tun. Nee, da kann ich nichts tun. Das sollte jetzt nicht so sein. Dann musst du jetzt erstmal warten. Das zweite Mal, dass ich alleine gespielt habe. Genau, ich kann nichts tun. Nee, also ich scheide aus sozusagen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss. Echt nicht. Schade. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm jetzt die Schokos hier geben soll. Also das werde ich als Bug beschreiben müssen. Ja. Was will der denn von mir? Ich baue einfach mal einen Hamburger. Was haltet ihr davon? Komm, nein! Ich hätte dir mal jemanden auf den Hals, oder? Hilfe! Alter. Ne, das ist für Eis. Das ist doch Kacke. Ey, das wollen wir hier nicht hören, ne?
Entschuldigung. Entschuldigung. So, Churros. Jetzt haben wir's. Muss man erstmal das Schälchen auf den Dings legen. So. Ich schnall's nicht. So, Junge. Alter, was? Und er will Zucker, er will Zucker, er will Zucker. Slow down, aber please. Gib dem Affen Zucker. Yeah. So, und jetzt. Ach, ich weiß nicht. Jetzt hau ab. Ja, so. Ich kapier's nicht. Pizza. Mozzarella. Salami. Tomätchen. Und das hier. So. Pizzaofen natürlich. Zack. Rein damit. Ich habe mal den Screenshot gemacht von dem Bug hier. Deine Pizza. Kannst du immer noch nicht? Nee, ich kann gar nichts machen. Ich weiß, Cola. Eine Cola. Oh Gott. So. Da kommt noch ein Deckel drauf und ein Strohhalm. Bitte schön, der Herr. Ja. Ja? Kein Problem. Jetzt habe ich das Burger. Ja. Das Burger. So, Salat. Mädchen. Zwiebeln dürfen nicht fehlen, ne? Ja. So, Ice Cream. Na klar, ist kein Problem für mich. So. Ich kapier's gar nicht. Die Dame. Also bei mir funktioniert auch gar nichts. Ich kann nur, ich hab nicht eingerichtet. Ich kann dir auch keine Dings machen. Mit den Bestellungen. Ich kann dir auch noch nicht mal. Ich hab überall Xen. Du, ich hab überall Xen stehen. Also das ist cool. Irgendwie. Da. Das ist echt. Wie gesagt, ich habe Screenshots gemacht, noch ein bisschen gefilmt, um das dem Entwickler weiterzugeben. Das ja, geht ja, nicht. Ja. Also oh. Ich versuche hier Pommes zu machen, aber es klappt nicht. Ich habe noch nicht ein Gericht gemacht. Ich auch nicht, Cassandra. Wir sind beide Nullen, oder? Du hast eine Auto, ja? Ja, wir sind beide Nullen. Also ich bin okay, wieder bei Slush-Eis also, und jetzt geht bei mir auch nichts mehr. Also beim Foodcore hier, da ist nur unser Sebastian als einziger, der bewirten kann. Die hungrige Meute muss... So, jetzt habe ich Cassandra wenigstens klein gemacht. Ja, kann ich gar nichts mehr machen. Ich kann doch nicht mal was hochheben. Ach, ist das süß. Und was kann ich jetzt dagegen tun? Nichts, ne? Also, wie soll das mit den Slush-Eis funktionieren? Ein Schwammerl essen, Cassandra. Schwammerl? Ja, aber ich kann's nicht. Die Schwammerl findest du am Gürtel. Ja, aber nimm keins. Grüne Schwammerl. In der Bauchtasche. Ich hab das goldene Ei. Ha! Schämt euch. Also, da der Mann, ne? Dass der Mann jetzt besser kochen kann. Ja. Schämt euch. Doch, Schande. Das ist so. Schande. Nee, Männer sind shame. Die besten Köche. Geht bitte jetzt über shame. Die... Shame. Shame. Ja. Muss ich mich auch ausziehen? Aber kurz nee. Habe ich schon. Aber ausziehen muss nee, ich nicht, das oder? Schaf, das könnte man höchstens scheren, ne? Oder scheren? Wie nennt man das nochmal? Scheren. Scheren. Geschorenes Schaf. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. So, jetzt haben wir noch Haunted Land oder Cosmic Land? Nee, lieber vielleicht. Wir müssen ja eh beide spielen. Mit den ganzen Zombies. So. Achso, ja, dann ist egal. Haunted Land. Dann ist wurscht. Let's go. So, da sind wir wieder. Hier riecht es nach Fisch ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Nach was? Ja, nach. Ich bin ein Fisch. Ich bin doch ein Fisch. So, gleich geht's los. Na klar. Headshot. Headshot ist immer gut, ne?
Hübschchen. Oh, da habe ich meine Waffe weggeschmissen. Spitz. Also so zielen mit den Dingern ist gar nicht so einfach. Ist überhaupt nicht einfach, ne? Ja, und jetzt? Ah. Ah, jetzt kommt der Djinn, oder? Irgendwie. Auf die, auf die Armreifen schießen. Auf ja, die Armreifen, okay. Ich kann nicht mehr schießen. Ja, ah, dem, das ist der Nachladen, wenn ich an nichts muss. Ja, ich weiß nicht viel. Jetzt. Ach, haben wir ihn besiegt? Nee. Jetzt. Warum können wir dem keinen Schaden machen? Das weiß ich auch nicht. Irgendwie die anderen wegmachen. Die Schrotflinte will nicht so, wie ich will. Hä? Oh, ich bin tot. Mein Schaf ist tot. Das Nachladen ist nicht so einfach. Aber wir machen dem Djinn keinen Schaden. Im Tutorial konnte ich ihn ganz einfach... Ja, muss bestimmt erst die anderen. Mhm. Muss bestimmt die anderen auch erstmal wegmachen. Und halt nur die Halsbänder, ne? Nur die, nicht die Halsbänder, die Armbänder. Ach, ich bin tot. Ja, ich war auch tot. Die Geister haben uns erledigt. Hab ich schon wieder gewonnen. Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das eigentlich auch nicht. So, hier kommen gleich Schlangenköpfe. Wir müssen uns auch gegenseitig abschießen und wir können uns hier in Sicherheit bringen. Fortbewegen können wir uns über einen Button. Geben wir so ein bisschen. Wir haben eine Pistole. Die man nicht nachladen das Schaf, muss. Das Schaf kriegen wir doch. Ja. Ich finde gar nichts. Oh. Jetzt muss ich mich aber hier beschützen. Also diese Kleinen, seht ihr das, diese Kleinen, die kann man als Gewürfe verwenden. Genau, so eine Granate. Die herumschweben, ja, so eine Granate. Oh, die lässt mich auch nicht in Ruhe hier. Hau ab, du! Also man kann sich auch schön von diesen Dingern abstoßen und ist dann relativ schnell unterwegs. Ich muss hier weg. Jetzt kommen die Drachen gleich. Ja, deswegen. Oh Mann. Oh nein, falsche Richtung. Hilfe. Da kommen wir helfen der Claudia mal kurz. Genau. So, diese Pistolen, die... Und schon war Claudia weg. So, wir holen uns noch mal eine Granate. Das Problem ist, diese Pistolen, die rutschen immer aus der Hand irgendwie. Oh, ich bin tot, aber die Granate habe ich noch geworfen. Warum noch? Warum noch welche? So, hier ist man erstmal so ein bisschen in Sicherheit. So, ganz kurz. So. Oh! Ach, die können die auch kaputt schießen, okay. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Oh, das ist nicht gut. Ich hab's geschafft gehabt. Aha! Furchtbar. Komm, kill den, ey. So, erste kaputt. Ich bin aber auch kaputt, aber einen Kopf habe ich schon mal erledigt. Oh Gott, warum komme ich hier direkt? Ha! Ich habe mich mit der Granate getroffen. Super! Das war jetzt gut. Aber ich werde trotzdem vorher tot sein. Bevor. Aber einen haben wir zumindest.
das gibt's doch nicht. Ah, Mist. Ihr seid aber hässlich, du Mann. Gell? Ich bin so nah dran. Ich könnte gerade eine Krone machen bei denen. Oh nein, 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 nein. Scheiße. Ist ja ganz am Rand, ne? Versteckt die sich. So, wir holen uns jetzt eine Granate, dann machen wir den Gar aus da. Oh, jetzt wurde ich wieder abgeknallt von. Jetzt mach. Das ist eine Granate, komm, komm, komm. Bevor die mich wieder. Okay, die hat nicht gefruchtet. Nawoll. Double Kill. Claudia, guck mal hoch. Hey! Du glaubst, ich lass mich jetzt von dir abschießen. Oh, da fliege ich. Nein. Witzig, geht euch das auch so, dass die Waffe immer aus der Hand geht? Ja, wenn man stirbt, ne? Lass halt nicht loslassen. Ja, das ja. Nur dann. Nee, ich lass nicht los. Jetzt ist End. Ich lasse nicht los. Oh. Die Claudia ist ganz traurig. Ja. Na klar. Oh. Aber Cassandra ist trotzdem happy auf dem zweiten. Na klar. So, haben wir denn jetzt? Da habe ich auch nicht mehr ganz so viel Unterschied zwischen dir wie vorhin. Guck mal, wir haben ja auch noch hier. Den kaufe ich jetzt noch. Guck mal. Oh, wie geil. Hast du dir was gekauft? Das haben wir gerade gegönnt. Ja, es ist ein Upgrade, auf jeden Fall. Von der Mumie zum Elch. Was gibt's noch Schönes? Ja, oder, ne? Oh, der Hai ist auch cool. So, jetzt haben wir da hinten. Warte mal. Ja, der kostet aber 4.000. Ach, so viel habe ich nicht. Tupac, guck mal. Guck mal, ich mal die Cassandra jetzt. So. Ja, okay. Also malen ist schwierig. Aber eigentlich habe ich auch. Ah, jetzt. Jetzt. Das ist gar nicht so einfach. Kann man den Pinsel noch? Pose. Das ist aber lieb, die Sunflower ist süß. Ah, also ist gewöhnungsbedürftig. Mal einer von euch. Ja, also die Entwickler haben noch einiges zu tun. Das Board ist weg. Also es macht das Board? Ich stehe da noch. Also das Farbboard. Also ich siehst, du kannst. Da jetzt ist es. Nur wenn du den Pinsel anhältst. Dann geht's ja. Also die Minispielchen sind ganz, ganz witzig und nett gemacht, aber da fehlt halt noch einiges, ne? So. Ich meine, die Welt ist auch ganz, ganz nett. Guckt mal. Guck mal, Claudia malt ein Herz. Oder? Ja, ich male ein Herz. Bei mir malst du gerade in der Luft einfach nur. Ein halbes Herz nur. Echt? Nee, es sollte ein ganzes sein. Vielleicht wird es immer nicht aktuell. Nee. Ist nicht aktualisiert? Schade. Ich vervollständige. Ist es ganz. So. Okay.
Jetzt ist das links zu groß. Die linke Seite ist jetzt zu groß. Wir sind mal nicht so. Lustig. Na schau. Ah. Mhm. das ist nicht so einfach hier. Ja. So. Ja. Jetzt versuche ich noch was. Also, man kann hier spielen, man kann malen, man kann Fußball spielen, Würfel und so weiter und so fort. Wo ist Cassandra eigentlich? Cassandra ist weg. Cassandra? Ne, ich sehe nur zwei Punkte. Oje. Oje. So, haben wir denn jetzt eigentlich... Also, ich habe immer noch 0 Punkte, das ist komisch. Ah, da, guck mal hier. Ja, ich würde sagen, beenden wir hier die Folge. Ja? Ich. Hallo. Hat Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der Entwickler da noch einiges dran macht und ein paar mehr Games noch einbaut. Hallo. Wir sind gerade in der Endphase. Ja. Wir verabschieden uns gerade, Cassandra. Okay. Aber genau. Wir können jetzt noch Werbung für unsere Facebook-Gruppe machen. Oh ja, klar können wir das. Ne? Und für die den beste Discord. Gruppe. Die freundlichste Gruppe. We are Admin? World Germany. Ja, unser Admin-Team quasi. Es geht um alle Headsets. Um alle Headsets, um VR, AR, Mixed Reality, nicht nur Gaming, wir interessieren uns auch für Wissenschaft. Also alles, alle Interessen sind abgedeckt. Genau. Und wir bemühen uns um euch. Ja. Genau, also unten in der Beschreibung ist der Link, ne? Genau. Genau. Unbedingt Supi. Folgen. Dann sage ich mal danke, Supi. Dass ihr dabei wart. Ja, vielen Tschüss. Dank, dass du uns eingeladen hast. Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.